Hallo, herzlich willkommen zur Februarlegung von Ullis Herzmagie. Wie immer, es ist eine allgemeine Energie, es ist was Kollektives. Wenn es für dich nicht passt, dann lass es einfach weiterziehen und schau mal woanders nach. Wir fangen an mit den allgemeinen Energien für den Februar, die so uns alle ein bisschen betreffen und gucken mal, auf was wir hier achten sollten, was hier auf uns zukommt. Wie immer fangen wir an mit einer ganz kurzen Mini-Meditation. Ihr schließt mal alle die Augen. Ich tue mal die Klangschale anstimmen. Beim Ausatmen atmet ihr den Stress mal aus und beim Einatmen die Ruhe ein. So, ihr schließt mal die Augen bitte. So, ihr dürft jetzt langsam die Augen wieder öffnen. Ich habe die Kartensets wie immer ausgependelt, was für den Februar für uns wichtig ist. Und wir fangen an mit den Lenormand-Karten und schauen mal, was wir hier für Hinweise bekommen. Hier kommt raus die Entscheidung, die Entscheidungskarte, die Zwei-Wege-Karte. Es kommt raus der Park. Schauen wir mal, ob noch was raus will. Wenn ihr es hier ein bisschen rascheln hört, das ist mein kleiner Hund. Das ist noch ein kleiner Welpe, die hat es noch nicht so mit der Ruhe, aber wir üben. So. Also, hier kommt eine Entscheidung aus der Öffentlichkeit, die hier auch mit der Freundschaft, mit der Loyalität, mit der Treue zu tun hat. Es geht um eine Blockade und diese umzuwenden in eine positive Veränderung. Also, anscheinend, das ist aber für mich eine Energie, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Das geht im Außen und was für mich hier sehr wichtig ist, ist, dass es am Ende in eine sehr positive Richtung geht. Es scheint erstmal blockiert, es geht um alte Freundschaften, um Loyalität anderen gegenüber. Das scheint erstmal hier zu sein, aber dann geht es hier in eine sehr positive Richtung. Für mich eine Energie, wo wir beobachten können, wo wir uns aber nicht zu sehr reinsteigern sollten, sondern bei uns selbst bleiben sollten. Entschuldigung. Und hier kommt auch noch die Klarheit dazu. Es ist Zeit, Klarheit zu schaffen. Also fange an, Klarheit in deinem Tun und Sein zu leben. Sorge dafür, dass du dich ausrichtest und dich fragst, was du wirklich willst. Alle Begrenzungen sind nur in deinem Kopf. Durchbrich den Nebel, du findest alle Antworten in dir. Wir gucken mal weiter und fassen dann am Schluss einfach mal zusammen. Was kommt hier? Kommt, ich breite die Flügel meiner Intuition aus. Vögel gelten als Bindeglied zwischen den spirituellen, feinstofflichen Ebenen und der irdischen Welt. Sie bringen uns Botschaften aus der Ferne und beruhigen den Geist. Nimm dir heute einmal Zeit, um die Vögel in deiner Umgebung zu beobachten und ihrem Zwitschern zu lauschen. Durch das bewusste Beobachten und Zuhören bist du ganz im Hier und Jetzt. Gleichzeitig öffnest du dich für die Informationen von oben. Ich breite die Flügel meiner Intuition aus. Was kommt hier für uns alle für den Februar? Das fällt gleich unter den Tisch. Ich bin ein Magnet für Geld. Ich ziehe Wohlstand in jeder Form an.
Ich würde den Satz ein bisschen umlegen. Ich bin ein Magnet für die Fülle. Ich ziehe Fülle in jeder Form an. Das kam hier so rein. Und hier kommt noch der Turmalin dazu, der Robin Hood. Schwarzer Turmalin gilt als einer der stärksten Schutzsteine überhaupt. Er soll schlechte Einflüsse abwehren und somit Körper und Seele vor Schaden bewahren. Auch beim Ableiten niederfrequenter Schwimmung wirkt Turmalin unterstützend. Reinigung, Abgrenzung und Entlastung sind seine Aufgaben. Ein Allrounder im Sicherheitsdienst. Wer ihn länger bei sich trägt, stellt tiefere Schürfungen fest, die ein Zeichen seiner abwehrenden Wirkung sind. Ist gut fürs Wurzel- und Stirnchakra, ist gut für Skorpion und Steinbock, wird häufig in der Energiearbeit eingesetzt, ideal für Steinkreise und Schutzrituale. Kann lange Zeit körpernah getragen werden. Und dann schauen wir mal noch, was aus den Engelkarten kommt, was die Engel für uns noch für Antworten haben für den Monat Februar. Suche nach einem Zeichen. Also für mich scheint es hier einfach im Februar im Außen wirklich noch Diskussionen zu geben. Es geht um alte Freundschaften. Vielleicht geht es auch einfach um alte Länderfreundschaften. Das kommt mir hier sehr stark, wo man den Anschein hat, dass es sehr blockiert ist. Aber für mich wichtig hier, es geht hier auch in die positiven Veränderungen. Es kommt in die Klarheit. Was für dich hier wichtig ist, bleib in der Ruhe. Geh raus, beobachte die Vögel, hör auf deine Intuition, sei ein Magnet für die Fülle und such nach einem Zeichen. Dieses Zeichen findest du für mich auch in deiner Intuition. Ganz wichtig, bleib in der Ruhe. Das ist für mich so die essentielle Aussage dieser Karten für den Februar, was so die allgemeinen Energien betrifft. Steig nicht so drauf ein in das, was hier im Außen passiert, sondern bewahr die Ruhe. Ja, das sind für mich die Aussagen dieser Karten für den Februar. Wir gucken einfach, was hier kommt. Ihr dürft auch gerne nochmal die Aussagen vom Januar anschauen und gucken, ob es sich für euch hier bewahrheitet hat. Einfach mal nachschauen. Das mache ich auch einfach gern immer Ende des Monats und guck mal, okay, hat es jetzt so zugetroffen und es passt immer sehr, sehr, sehr viel. Die Karten geben uns so wertvolle Hinweise auf das, wie wir am besten reagieren können, auf das, was auf uns zukommt. So, und jetzt schauen wir in die einzelnen Sternzeichen rein. Die Legungen findet ihr dann bei euch. Ich stelle euch die Timestamps rein, da könnt ihr dann direkt zu eurem Sternzeichen gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo, lieber Wassermann, wir schauen bei euch nach, was ist wichtig im Februar, mit welchen Themen solltet ihr euch mal beschäftigen, was ploppt hier einfach für euch im Februar auf. Wie immer ist es ein allgemeines Orakel, wenn die Energien für euch nicht passen, lasst einfach fließen, schaut bei eurem Venus, Aszendenten oder Mondzeichen nach, man kann das nicht mit einer persönlichen Legung vergleichen. So, und wir schauen jetzt mal, was allgemein für den Wassermann im Februar 2023 wichtig wird. Da kommen die Vögel und da kommen die Lilien. Sehr leidenschaftliche Gespräche, die hier stattfinden werden im Februar. Gucken wir mal, wie es weitergeht für den Wassermann im Februar 2023, das ist wichtig. Engel, Wachstum und Entspannung. Ihr seid die Einzigen, wo jetzt drei Karten kommen. Deine Engel sagen dir, sie sind da, immer. Jetzt ist der richtige Moment, um ein Zeichen zu bitten. Achte auf Federn, Münzen, Zahlen oder Worte, die dich erreichen. Entdecke Licht, Funken, Stille und Überraschungen. Du bist geliebt und beschützt. Dein Engel hilft dir immer dann, wenn du darum bittest. Wachstum, deine finanzielle Lage wird sich entspannen und du wirst über dich selbst hinauswachsen. Sei zuversichtlich in deinem Tun.
Versuche nun, jedes vermeintliche Problem als Herausforderung zu sehen. Du wirst alles mit Leichtigkeit meistern und die Entspannung dazu. Du darfst deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele Ruhe gönnen. Sorge für Entspannung. Tue, was dir gut tut. Lies ein Buch, lass deine Seele baumeln. Tauche in die Stille deines Seins. Atme und sei. Wisse, alles ist gut. Harmonie und Frieden kommen in dein Leben. Genieße. Eine sehr schöne Veränderung von den Zweifeln oder diese leidenschaftlichen Gespräche, die dir auch ein Zeichen schicken von deinem Engel, du bist beschützt. Die bringen dich ins Wachstum, was deine finanzielle Lage auch betrifft. Du darfst dir sicher sein, du wirst alles mit Leichtigkeit meistern. Du darfst in die Entspannung gehen. Und da kommt noch dazu, jeder Mensch in meinem Leben kann mir etwas beibringen. Es gibt einen Sinn, warum wir zusammen sind. Das haben wir Februar. Eure Karten fallen alle unter den Tisch. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om, das Universelle, das Ganze, Shanti, Frieden. Dieses Mantra unterstützt dich dabei, inneren Frieden zu erlangen. Und wenn du mit dir im Frieden bist, fällt es dir leicht, deinen intuitiven Wahrnehmungen zu vertrauen. Jedes Lebewesen, das deinen Weg kreuzt, schön, nimmt diesen Frieden in sich auf und gibt ihn wiederum eine andere weiter. In manchen yogischen Schriften heißt es, dass man ein Mantra 108 Mal wiederholen soll, damit es seine volle Kraft entfaltet. Die 108 steht für die Ganzheit des Universums und die spirituelle Einheit von Körper, Geist und Seele. Aber keine Angst, du musst das Mantra nicht 108 Mal wiederholen, um seine Wirkung zu spüren. Denke, sprich oder singe es einfach so oft, wie es sich für dich richtig und gut anfühlt. Oh, Entschuldigung. Wassermann, Februar. Für euch kommt der Achat. Schutz und Vertrauen, der Energiewandler. Im alten Ägypten wurde aus blauem Achat der begehrte Skarabäus gefertigt, der als Schutzstein galt. Er vermag, negative Energien abzuleiten und positive Energien zu integrieren. Spannungen kann er lösen und in einem harmonischen Zustand umwandeln. Die konzentrierte Kraft des blauen Achats schenkt eine klare Ausrichtung und Haltung. Er festigt unsere Persönlichkeit und verbessert die Kommunikation. Haltchakra, hier mit dem Blau. Seine Wirkung ist langsam, aber nachhaltig. Jeder Farbtyp von Achat wirkt etwas anders, harmonisiert mit Chrysokoll, Lapislazuli und Apatit. Und dann schauen wir mal noch, was für euch aus den Antworten der Engel noch dazu kommt. Kein Grund zur Sorge. Ach, ist das schön. Also für mich kommen hier so, vielleicht zweifelst du an deinem Weg. Es finden hier Gespräche statt, es finden sehr leidenschaftliche Gespräche statt, die dich aber auch weiterbringen. Du darfst darauf vertrauen, du bist beschützt, es geht in den Wachstum, bleib in der Ruhe, geh in die Entspannung, geh in den Frieden. Es gibt keinen Grund zur Sorge und jeder Mensch, der dir begegnet, bringt dir etwas bei. Es gibt einen Sinn, warum ihr hier zusammen seid, um vielleicht auch wirklich, ihr könnt von jedem Menschen lernen, ihr müsst gucken, wenn man so das Gefühl hat, boah, das regt mich jedes Mal auf, geht in die Ruhe, schaut, was hat es mit mir selber zu tun, warum triggert mich dieses Verhalten so, geht in die Entspannung, es gibt keinen Grund zur Sorge, es geht in den Wachstum, geh in die Ruhe rein. Der Mensch, um den es hier geht, der ist nicht umsonst da, der bringt dir was über dich selber bei. Und wenn es der Grund ist, dass du in die Ruhe gehst und dir bewusst wirst, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ach, eine sehr schöne Energie. Ich freue mich sehr für euch. Es ist so eine
Energie raus aus den Zweifeln, rein in den Frieden, rein in die Ruhe, rein in die Entspannung. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Diese Energie vom Zweifel wieder in dieses leidenschaftliche Sein geht hier auch mit dem Achat, mit dem Energiewandler. Schön, sehr, sehr schön. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und wir hören uns im März. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.